oder nicht verbal kommentieren, wie das der, nicht verbal kommentieren, wie das der Damasio nennt, einer Interaktion mit dem Proto-Selbst, also mit mir selbst. Und insofern ist, ist Bewusstsein immer selbstbezogen, also schon im kleinsten Kern. Wichtig ist auch, Damasio betont das sehr, dass das nicht verbal ist, also wenn man eben, also die These ist dann nicht, man hat also dieses Geschehen, das man nicht verbal versteht, und wenn man das dann jemand anderen vermitteln will, dann übersetze ich es in eine Sprache. Aber es ist nicht der unmittelbare Gedanke sprachlich, sondern der Gedanke in Sprache ist eine Übersetzung eines schon vorhandenen bewussten Empfindens vorher. Und wichtig ist, dass alle Hirnregionen beteiligt sind. Es ist eben notwendig, nicht nur diese körperliche Reaktion zu haben, sondern auch das Proto-Selbst und die Interpretation dieses Proto-Selbst. Das heißt, alle Schichten sind beteiligt, und wenn man jetzt den Hirnstamm sozusagen ausfallen lässt, dann fehlt die Basis und auch das Bewusstsein bricht zusammen. Nicht? Wenn man auf der oben, also sozusagen in der reflektiven Seite, wo eben das Verstehen stattfindet, einen Teil ausfallen lässt, dann versteht man es halt nicht ganz oder versteht nur Teile davon, aber das Bewusstsein ist deswegen noch nicht zwingend weg. Während wenn man unten die Hirnregion wegzieht, wenn man das Proto-Selbst wegzieht und es gar nicht mehr da ist, dann kann man das Bewusstsein sozusagen gänzlich ausschalten. Interessant eben auch, dass bewusste Hirnaktivität messbar ist bei diesem Rapid-Eye-Movement-Schlaf. Also wenn die Wesen träumen, haben sie mentale Bilder, und daraus kann ich schon mal schließen, dass sie Bewusstes erleben. Und das zum Beispiel sehe ich aber beim Hund sofort. Der Hund kämpft im Schlaf, läuft im Schlaf, weint, bellt, knurrt, weint, alles, ja, also ganz deutlich. Aber das ist dann sozusagen eine andere Geschichte. Soweit wollen wir noch in diesem Zusammenhang noch gar nicht gehen. Bewusstsein hat dann eine Reihe von Konsequenzen, die auch lustigerweise mittlerweile von Höchstgerichten festgestellt sind. Es gibt so ein höchstgerichtliches Urteil hier, dass das Bewusstsein Interessen kreiert, also nicht auf Tiere angewandt, sondern auf Menschen. Weil bis jetzt natürlich Tiere als Sachen gelten, die grundsätzlich keine Interessen haben. Wenn man also anerkennt, dass ein Hund ein Bewusstsein hat und dieses Gerichtsurteil ernst nimmt, dann müsste er auch Interessen haben, dann müsste also ein juristisches Problem hier entstehen. Bewusstsein hat jedenfalls die Konsequenz, aus einem rein biologischen Leben ein biografisches zu machen. Es gibt ein Wesen, das in der Zeit existiert und das sozusagen seine eigene Geschichte hat. Auch das eben im Widerspruch zu vielen dieser ethischen Thesen, die zum Beispiel sagen, das Töten von Tieren ist insofern moralisch irrelevant, weil die immer nur im Moment leben. Also es gibt eine ganze Reihe von Anti-Tierschutz-Philosophen und Philosophinnen, die sowas behaupten. Man könne einen Fuchs töten, weil der ist eigentlich in jedem Moment ein neuer Fuchs. Es gibt kein so ein weiter existieren. Sie sind sozusagen so doof, dass sie im nächsten Moment gar nicht wissen, dass sie vorher schon gelebt haben. Dieses Verständnis vom Bewusstsein, das wir hier naturwissenschaftlich aufbauen, widerspricht dem. Das ist auf jeden Fall eine Kontinuität von Sekunden, sonst kannst du das Bewusstsein gar nicht kreieren. Nicht? Wie lange dann diese Erlebnisse abgespeichert werden, ist dann eine andere Geschichte, aber grundsätzlich existiert es in der Zeit, weil Bewusstsein nicht instantan sozusagen da entstehen kann. Bewusstsein kreiert Subjektivität, nicht? Ich bin also kein Objekt mehr, sondern ein Subjekt, ich habe eine eigene subjektive Weltsicht, ich bin ein Individuum, eben ein singuläres Erleben, im Gegensatz zu einer Masse, es kreiert die Leidensfähigkeit und eben das, was ich als freien Willen genannt habe, wobei man natürlich sagen muss, dass es nur ein Platz geschaffen wurde für den freien Willen, der freie Wille an sich nicht nachgewiesen, aber dieses internationale bewusste Entscheiden, das ist im Rahmen dieses Bewusstseins möglich und das physikalische Weltbild würde das zulassen, behaupte ich, aufgrund dessen, was ich vorher im letzten Mal ausgeführt habe. Unbewusstsein ist eben auch immer ein Selbstbewusstsein. Jetzt nur noch eigentlich, der Rest ist eigentlich nur noch ein paar Bezüge zu dem, wie Bewusstsein jetzt zu dem, was man sozusagen oft gängig unter Bewusstsein versteht, in Beziehung setzt, eben Bewusstsein und Intelligenz. Das Speichern dürfte also dispositional ablaufen, das sind Marker, mit denen man sich ein Geschehen merkt, nicht einen kontinuierlichen Film, und man rekreiert eine Erinnerung, indem man diese Marker, diese Erinnerungsbilder verbindet. Deswegen sind Erinnerungen oft ganz anders, als es wirklich war, wenn man es einfach sozusagen immer dazwischen erfindet. Und je länger es her ist, desto mehr dieser Marker fallen aus, und dann wird das immer mehr zu so einem Fantasiegebilde. Abgesehen davon, also das weiß ich aus den Umständen meiner langen Gerichtserfahrung, wo ständig Zeugenaussagen kommen. Und
Man ist überzeugt, dass irgendetwas ist. Und dann sieht man einen Film, dass das ganz anders war. Wie ist das möglich? Ja, wenn man es einfach im Hirn rekonstruiert und dann einfach überzeugt ist, dass es so ist. In Wirklichkeit hat man es eben nur im Hirn nochmal nachgespielt. Und die Marker waren halt so, dass dieses Ereignis oder dieser Moment nicht abgebildet war, der in dem Film zu sehen ist. Und dann wird es eben sehr chaotisch. Es ist sogar so, dass das Abrufen der Erinnerung die Erinnerung verändert. Ja, ja, also genau. Wenn man sich 100 Mal an dasselbe erinnert, ist es nachher was ganz anderes als vorher. Ja, genau. Ja, das habe ich versucht zu sagen, habe ich gemeint. Zum Kernbewusstsein, ein erweitertes Bewusstsein ist dann eines, wo man eben Assoziationsfelder hat, also den Neokortex dazu verwendet, dass man Erinnerungen oder Erfahrungen oder ein Verstehen in Beziehung setzt. Dazu braucht man halt möglichst viel Speicherplatz, nicht? Und einen möglichst erweiterten, ein erweitertes Endhirn, muss kein Neokortex sein, wie die Vögel. Also Raben zum Beispiel sind ja offensichtlich hochintelligent und die machen das eben mit ihrem Paleokortex. Aber da gibt es eben dann sozusagen Assoziationsfelder. Jetzt kann ich sagen, also ein Tier mit einem Kernbewusstsein, das auf eine Forststraße kommt im Wald, das hat das Gefühl, jetzt kann ich frei gehen. Vorher war es so ein dichtes Gebüsch, jetzt kann ich frei gehen. Nicht? Also das ist Forststraße, heißt, ich kann jetzt frei gehen. Erweitertes Bewusstsein heißt, ich habe aber zusätzlich noch Assoziationen. Forststraße heißt aber auch, da kommt jeden Moment ein Jäger mit einem Auto. Und das kann natürlich auch, wenn man das Kernbewusstsein ein bisschen erweitert, rasch der Fall sein, wenn man es schon mal erlebt haben kann. Aber es gehört noch dazu, das ist eine Zerstörung des Waldes, da fahren die riesen Maschinen hin. Das wird nicht mehr weggehen, weil es unterschottert ist. Also Zivilisation zerstört die Natur. All diese Assoziationen können eben dazu kommen, nicht? Aber das Bewusstsein, das ist eben die Betonung, besteht in diesem Kernelement und nicht in diesen Assoziationsfeldern. Also nicht da erst entsteht das Bewusstsein, sondern es reicht, das sozusagen ganz kurze Elementargefühl zu haben. Also ich kann jetzt einfacher gehen, nicht? Der Rest ist eben, wenn man so will, Weisheit oder Intelligenz. Die bewusste Entscheidung ist langsam und energieaufwendig. Der Inhalt muss mindestens eine Sekunde präsent sein, damit eben solche Assoziationen und so eine Verarbeitung möglich wird, so eine Beziehung setzen. Vernunft, wenn man so will, ist eine Vorausscheidung der Problemfelder und rationalen Analyse. Also da braucht man einen Bezug zur Realität, sozusagen einen Reality-Check. Nicht? Wenn man nur rational analysiert, kann man sich im Detail verlieren, ohne dass man den Realitätsbezug hat. Das redet man dann von den AkademikerInnen im Elfenbeinturm, die keine reale Erfahrung haben und dann völlig abgehobene Detailprobleme verfolgen, die aber real irrelevant sind. Also da ist zwischen Vernunft und Intelligenz dann oft ein eklatanter Unterschied. Ganz lustig, also zum Beispiel war ich sage keine Namen, ein Professor in Cambridge, Mathematik, wahnsinnig gescheit, kann die tollsten Sachen lösen, und dann steht er so vor einem U-Bahn-Ticketautomat und kann den beim besten Willen nicht bedienen, also, weil einfach die auf die Realität bezogenen, also eh klar Sachen fehlen, nicht? Also der kann im Detail irgendwas analysieren, aber nichts ist eh klar, nicht? Weil also, da macht er so logische Analysen, wieso würde jemand das hierher setzen und hierher, und das Simpelste, also ich drücke mal da und schaue mal, was ist, und wenn es dann so ist, dann kommt schon was, das kommt nicht, nicht? Und da braucht man dann eben auch eine emotionale Intelligenz, die mit der rationalen in Beziehung tritt. Da gibt es dieses berühmte Beispiel nicht von so einem Menschen, der, ich glaube, vor 150 Jahren bei einer Sprengung sich so über ein Stahlrohr gelehnt hat, weil er glaubt, das sprengt und sprengt nicht. Und dann ist es doch gesprengt und dann ist es ihm durchs Hirn gefahren und hat also einen Gutteil seines Hirns zerstört, aber sehr spezifisch und lokal und eben auch nur beim Endhirn. Die Folge war, dass er irrsinnig gut weiter rational denken konnte, aber das emotionale Element war weg, also der Realitätsbezug war weg. Und der ist vollkommen lebensunfähig geworden, also so wie mein Professor. Also die simpelsten Dinge einfach nicht mehr machen können, weil er sich in Details verliert und einfach vernünftige, reale Entscheidungen nicht mehr verfolgt. Man kann also hier ein bisschen sich vielleicht auch am Ohr zupfen, wenn man in der Tierschutz-Tierrechtsbewegung aktiv ist und sich dann in blöden Details mit anderen zerstreitet, weil die diese oder jene Meinung haben, anstelle sich auf das Realproblem zu beziehen und zu sagen, also jetzt schauen wir, wie kriegen wir wirklich einen realen Schritt weiter. Das ist oft etwas ganz anderes als Prinzipienreiten, nicht? Hier würde ich auch sehen, emotionale und rationale Intelligenz, die da sich nicht im geeigneten Maß mischen. Das jüngere Hirn ist dann einfach dynamischer und kreativer. Das ist sozusagen nicht angefüllt mit dem ganzen Haufen da und ist noch assoziationsfähig, stärker das ältere Hirn, hat aber schon viele Assoziationsfelder, ist daher weiser, aber halt langsamer, bis die alle abgerufen sind. Und dementsprechend weniger kreativ.
Zuletzt noch ein paar Beispiele von Hirnschädigungen. Also da hat vor allem Lawrence Weisskranz eine Reihe solcher Hirnschädigungen untersucht und damit diese Thesen über Bewusstsein getestet. Ich habe jetzt ein paar solche hier an der Wand projiziert. Wenn man eben gewisse Hirnregionen schädigt, die mit gewissen Emotionen assoziiert sind, dann tritt diese Emotion nicht mehr auf. Die Amygdala ist bekannt, das ist diese Angstreaktion, und diese Wesen, die also Amygdala geschädigt haben, die haben einfach überhaupt keine Angst mehr. Da fragt man sich, also warum, aber die empfinden das halt einfach gar nicht, obwohl etwas unmittelbar Bedrohliches kommt, und da kann man also dann deutlich sehen, was also diese Hirnregionen für eine Konsequenz haben. Oder Amnesie, kein bewusstes Merken, aber unbewusstes Lernen, oder motorisches Lernen normal, aber das bewusste Verstehen, das bewusste Merken nicht. Blindsight, nicht, wenn die Hälfte des Gesichtsfelds ausfällt, dann kann man in dieser Hälfte nur unbewusst wahrnehmen. Man sieht also als betroffener Mensch so ein graues, vielleicht auch eingeschränktes, eingeengtes Feld, wo man eigentlich nichts wahrnimmt, bewusst. Aber die andere Hälfte des Gesichts fällt schon. Also nicht ein Auge, sondern die Hälfte des Gesichts fällt. Und das Interessante ist, dass man dort aber sehr wohl unbewusst wahrnimmt. Das heißt, man kann nachweisen, es gibt eine unbewusste Wahrnehmung. Das Hirn realisiert schon, dass da etwas ist, aber es dringt nicht ins Bewusstsein vor. Und daher kann ich es nicht für bewusste Schlüsse verwenden, ich kann es aber für unbewusste Verschlüsse verwenden. Also wenn man mir zum Beispiel so zum Beispiel spontan sagt, sag jetzt das oder das, ohne nachzudenken, dann nutze ich diese Information und sage das richtig. Und das kann man übrigens auch dann bei Tieren machen, das sind natürlich dramatische Tierversuche, sehr brutale, invasive, wo eben die Gehirne so geschädigt werden, dass sie die Hälfte des Gesichtsfelds verlieren, aber das hat man getan und man hat dann nachweisen können, dass die eben auch eine unbewusste Wahrnehmung haben. Man konnte ihnen die Option geben, ist es das, das oder weiß ich nicht, nicht? Und bei dem geschädigten Gesichtshälfte war immer weiß ich nicht. Und dann hat man das weiß ich nicht weg, dann hat man gesagt, ist es das oder das, und dann haben sie einfach muss eins drücken, nicht, und es war dann immer richtig. Also unbewusst haben sie das schon erkannt, aber bewusst haben sie es nicht erkannt. Also so konnte man, also natürlich distanziere mich von den Versuchen, aber ich kann auf die Weise sozusagen die Versuche selbst ethisch hinterfragen, indem ich sage, diese Wesen hatten aber Bewusstsein offensichtlich. Dann noch ein paar andere Beispiele von dem Lawrence, seinen Arbeiten über, er hat eine Bücher geschrieben über diese Hirnschädigungen. Diese Darstellung zweiter Ordnung ist eben die Interaktion von dem Gedanken mit diesem Proto-Selbst, diesem Schaltplan an der Wand. Und wenn dieser Teil geschädigt ist, dann wird man apathisch und willenlos, ohne Selbst, also kein Bewusstsein. Das ist ein Wachkoma, diese Zombie-Figuren, nicht? Also dass man sich zwar bewegen kann, aber dass kein Bewusstsein dabei hat. Während wenn das Proto-Selbst geschädigt ist, dann gibt es ein Koma ohne jede Gefühlsreaktion. Und wenn die Vorderseite des Hirnstamms geschädigt ist, also das ist jetzt der Teil sozusagen, auf dem das Hirn sitzt, nicht, dann entsteht so ein Locked-In-Syndrom. Da ist man zwar noch bewusst, aber man ist, der gesamte Körper kann sich nicht bewegen. Und da gibt es dann verschiedene Formen, wie man denen versucht, mit solchen Menschen versucht zu kommunizieren, aber sozusagen dramatischerweise hat man eben gefunden, dass die sich zwar null bewegen können, aber tatsächlich bewusst voll alles miterleben. Oder eben eine linke Anosognosie, Hirnregion fürs linke Proto-Selbst geschädigt. Das sind Wesen, die dann bei Bewusstsein sind, aber sich ihre Lähmung einfach nicht merken können. In jedem dieser Fälle ist es eben so, dass sich dieses Bild vorher sozusagen bestätigt, dass diese Teile dazugehören und dass dieser strukturelle Aufbau existiert von dem körperlichen Nervensystem, der Darstellung dieses Nervensystems in Form eines Schaltplans und der zweiten Ordnung, also dem Nachdenken darüber oder dem Verstehen der Wechselwirkung, wenn ich auf den Schaltplan schaue und einen Unfall kommen sehe. Nicht? Wenn man die phylogenetisch neueren Hirnregionen, 400 Millionen Jahre alt, muss man sagen, also der Neokortex, die neueste Hirnregion ist 400 Millionen Jahre alt, evolutionär, wenn man Schädigung dieser neueren Hirnregionen hat, dann wird eben das erweiterte Bewusstsein beeinträchtigt, aber das Kernbewusstsein ist völlig intakt. Es gibt also gewisse Erinnerungslücken einfach oder Assoziationslücken. Bei Schädigung von Hirnregionen für Erinnern, Sprechen oder Lernen sind sich dagegen diese Patientin im Gegensatz zu vorher, diese
auch Sie, Ihres Problems voll bewusst. Und hier noch ein Hinweis, dass eben Alzheimer sich so scheinbar entwickelt, dass diese phylogenetische Stufenaufbau zum Bewusstsein hier sich sozusagen umkehrt und das Bewusstsein abgebaut wird. Ich komme also zum Schluss, dass die bewusste Wahrnehmung ist subjektiv. Wir haben schon gehört, dass das Hirn den Reiz rückdatiert, damit es einen Sinn machen kann aus dem, was es wahrnimmt. Das Hirn versucht eben, die Realität abzubilden, hat dazu ein paar Vorstellungen, wie Realität sein muss, und entsprechend versucht es die beste Interpretation. Nicht? Also Gestaltwahrnehmung, nicht? Wenn irgendwas daherkommt, versucht man verzweifelt, dem eine Gestalt zu geben. All diese Aspekte sind eben subjektiv, bilden aber nicht die Realität ab, jetzt im Sinne der Metaphysik der Naturwissenschaft, die man eben dann auf andere Weise sozusagen checken muss. Die subjektive Wahrnehmung, erkennen wir da, ist jedenfalls verzerrt. Das sehen wir eben auch bei Zeugenaussagen. Es ist ganz interessant, dass wenn ein traumatisches Ereignis passiert, und im Tierschutz war das leider schon öfter, wenn die Menschen überfallen werden, attackiert werden, wenn Gewalt passiert, dann ist die Zeitachse nicht mehr einfach so homogen, sondern da sind die Dinge, die mich selbst betreffen, irrlang, und die andere betreffen, wo ich also jetzt da abgelenkt war oder irgendwie nicht dabei, ganz kurz. Und so entsteht dann auch ein sozusagen völlig verzerrtes Bild des ganzen Geschehens. Deswegen ist es eigentlich auch sehr, sehr wichtig, dass man versucht, zuerst einen Realitätsbezug herzustellen, wenn man Zeugenaussagen macht, dass man weiß, was war jetzt wirklich und was ist jetzt meine Verzerrung dieser Wahrnehmung. Das ist im Prozess natürlich immer zentral. Gut, ich fasse also zusammen. Bewusstsein als physikalischer Zustand eines physikalischen Systems, ein physikalisches System, das sehr komplex ist, das physikalisch eigentlich auch noch nicht in diesem Sinne völlig verstanden ist, sondern in vieler Hinsicht nicht. Bewusstsein daher messtechnisch zwar nachweisbar, wenn man jetzt also ein bisschen grober hinschaut, aber nicht also sozusagen im Detail. Ich kann also sehr wohl sagen, ob ein Hund, wenn ich jetzt also eine Hirnstrommessung mache, ob der jetzt bei Bewusstsein ist oder nicht, wenn ich seinen normalen Bewusstseinszustand kenne und nicht, beziehungsweise wenn ich mir erlaube, aus den menschlichen Erfahrungen Rückschlüsse zu ziehen, aber ich kann jetzt nicht definitiv sagen, wie viele Synapsen müssen sich wo verändern, dass ein Bewusstsein auftritt und wie das jetzt sozusagen physikalisch nachvollziehbar ist. Das heißt, wir sind hier einen gewissen Weg, aber nicht den ganzen. Und dieser Umstand wird eben oft benutzt, um zu sagen, man kann Bewusstsein physikalisch oder naturwissenschaftlich nicht fassen. Aber der Weg zu dieser Ethik, den ich gehen will, der hat eben den Anspruch, sozusagen möglichst viel an zwingenden, an notwendigen, an objektiv wahren Erkenntnissen zu haben, sodass man sozusagen als rationales Wesen dem zustimmen muss. Und da gehen wir eben den Weg, mit der Naturwissenschaft möglichst weit zu kommen. Und da können wir also schon über das Bewusstsein einiges aussagen. Wir müssen zum Beispiel anerkennen, dass es einen unbewussten Schmerz und unbewusste Schmerzreaktionen gibt. Dann im Kern ist das Bewusstsein das Verstehen eines Zustandes des körperlichen Selbst und insofern ein Selbstbewusstsein. Bewusstsein eröffnet eine subjektive Sicht auf die Welt. Es macht also dieses Wesen, sozusagen es schaltet das Licht an. Da ist jemand da. Das ist jemand, der eben auch seine Sicht auf die Welt hat und seine Meinung. Und letztlich Bewusstsein ermöglicht eine Wertung, nicht? Weil es ist ein Verstehen eines Prozesses, und da kann ich jetzt sagen, es ist gut für mich oder schlecht für mich. Es wird jedenfalls sozusagen eine Wertung eingeführt in die Welt. Es gibt ja keine objektiven Werte, wie ich dann argumentieren werde, sondern die Werte sind eben alle durch bewusste Lebewesen eingeführt, die Werte auf sich eben beziehen und bringt die Fähigkeit zur bewussten Entscheidung mit, was ich eben als Autonomie bezeichne und was dann letztlich für mich der Ausgangspunkt ist, um so eine Ethik zu entwickeln. Okay, das war das. Dein übers Nervensystem. Okay, wer möchte dazu was kommentieren oder fragen? Könnte man die vorherige Folie nochmal sehen? Ja, klar. Danke. Wenn das Bewusstsein eben das Verstehen der Interaktion eines mentalen Bildes mit dem Schaltplan ist, dann ist er eben immer eine Interpretation. Bewusstsein ist nie eine 1:1 Abbildung der Realität, sondern immer eine Interpretation. Wenn ich die Realität feststellen will, muss ich andere Wege gehen, eben die der
Metaphysik der Naturwissenschaft, aber nicht mein Wahrnehmen oder meine Anschauungsfähigkeit. Ich sehe dreidimensionale Räume, das heißt aber noch lange nicht, dass die Welt dreidimensional ist. Nicht, de facto, ich sehe das nicht. Wie ist es dann mit dem sogenannten Unterbewusstsein, wo man ja manches Mal ja auch dann das aktive, das Bewusstsein durch das Unterbewusstsein irgendwie beeinflussen kann? Wie funktioniert das? Ja. Das ist ja. Naja, ja, ich meine, in dem Bild sieht man eh, dass die Beeinflussung von unten, also von unten, wenn ich jetzt diesen hierarchischen Aufbau des Hirns mir überlege, schon sehr stark ist. Nicht? Also was an Botschaften von unten raufkommt, das bestimmt letztendlich, womit das Bewusstsein agiert. Und es gibt dann diesen Aspekt, dass ich eben Dinge automatisch tue, eben unbewusst, und dann versuche sie zu verstehen und zu rationalisieren und dann überzeugt bin, ich habe es eigentlich absichtlich gemacht und in Wirklichkeit war es überhaupt nicht so. Nicht? Also ja, man muss eben immer sagen, wenn wir bewusst entscheiden können, dann ist das immer Berücksichtigen des Umstandes, dass das nur in einem beschränkten Maß ist, was jetzt wirklich unsere freie Entscheidungsbereich ist. Und vieles ist eben einfach unbewusst oder ist uns sozusagen durch alle möglichen Dinge diktiert, durch eine Reizreaktion diktiert, durch unsere Erfahrung diktiert, automatische Reaktion, nicht wirklich eine freie Überlegen. Aber das Argument ist, es muss etwas geben, sonst braucht man das Bewusstsein gar nicht. Es muss einen Aspekt geben, wo das Bewusstsein auch eine Rolle spielt im Entscheiden. Zumindest manchmal, zumindest zum Teil. Also das als sozusagen als Minimum. Aber das genügt mir letztlich für die Entwicklung dieser Ethik nicht, weil ich weil es zumindest einen Teilbereich einer Gewissenfreiheit geben muss, um diesen Ethik zu entwickeln, nicht dann entwickeln. Gut, gibt es noch? Ups, es ist doch noch genug. Ja, bitte. Wo wurde neben dem Menschen und dem Hund noch dreimal festgestellt? Wo wurden noch dreimal festgestellt? Neben Hund und Menschen. Naja. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es wissenschaftliche Untersuchungen von Hundeträumen gibt. Ich weiß, dass es wissenschaftliche Untersuchungen von Schimpansenträumen gibt. Aber Hunde erlebt man, wenn man ihn zusammenlebt. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der das nicht erlebt hat. Nicht? Weil es so lustig ist. Nicht? Du liegst da und denkst, hey, hallo, was ist los? Und dann kann er kämpfen und so die Lefzen aufstellen. Und dann hat er voll die Augen zu. Man sieht auch die Augen so hin und her schießen. Das machen das auch ganz deutlich. Und zu den wissenschaftlichen Untersuchungen möchte ich noch was sagen. Ich habe vor 2 Monaten, glaube ich, im Standard gelesen, es wurde wissenschaftlich untersucht, dass Katzen gar nicht gestreichelt werden wollen. Also das auch ein bisschen hinterfragen, wie Sinn oder wie aussagekräftig solche Untersuchungen sind. Da muss man sich anschauen, wie das war. Ich habe kürzlich sowas gelesen, möglicherweise war das dasselbe. Da hat man, wie war das nochmal, da hat man... Weißt du, auf welcher Basis das war? Ich versuche gerade mich zu erinnern. Ich stelle mir vor, das waren halt... Menschen in weißen Laborkitteln, die eingesperrte Katzen in Edelstahlkäfigen rausgenommen haben und sie streichen wollten. Wenn anders kann ich mir dieses Ergebnis nicht vorstellen. Genau. Jeder, der mit Katzen lebt, weiß, dass das ein Blödsinn ist. Ich weiß schon wieder, an was ich mich erinnern kann, das muss auch vor kurzem gewesen sein, dass irgendjemand behauptet hat, festgestellt zu haben, dass wenn Hunde angesprochen werden, sie das nicht mögen. So irgendwas war. Und da haben sie eben. Da haben sie untersucht, ob sich Hunde, die angesprochen werden, eben statistisch weiter entfernen oder nähern oder so. Aber das sind jedenfalls keine neurobiologischen Untersuchungen, sondern mehr so psychologische, wo natürlich dann eine Statistik ist und der Hund kann angefangen sein oder irgendwas anderes wollen. Oder so. Ich meine, das ist natürlich nicht ganz jetzt abzulehnen, wenn man sowas macht, das ist interessant. Aber man muss sich natürlich überlegen, genau was du sagst, was davon ist, das ist die Umgebung. Also es gibt ja, Christoph Bösch kommt ja zu unserem Kongress. Der hat ein ganz tolles Buch, viele Bücher geschrieben, und ein ganz tolles zuletzt, diese Wild Chimpanzee Cultures, und da kritisiert er eben kapitelweise die klassischen psychologischen Untersuchungen von Schimpansen. Und da sagt er eben, es ist so ein Unterschied, also die vergleichen ein Menschenkind, das kommt mit den Eltern rein, sitzt am Schoß von den Eltern und wird dann was gefragt. Und die Eltern sagen immer, ja, gut, ja, nein, ja, ja. Und der Schimpanse sitzt im Käfig, hat überhaupt keine Eltern, völlig traumatisch. Und soll das besser können, nicht? Ich meine, der denkt sich, was ist denn da los? Alles weiß, ich komme auch nicht. Ja, also das ist ganz was anderes, nicht? Und dann haben sie eben Versuche gemacht, dass sie so Experimente, Intelligenztests soll das sein, nicht? Also da zeigt man einem Schimpansen was und der soll das dann genau nachmachen, ja?
Und dann wurde festgestellt, also Menschenkinder können das viel besser imitieren. Da hat man gesagt, also imitieren ein wichtiges soziales Lernen, also offenbar sind Schimpansen doch ziemlich doof. Und dann hat man aber diesen selben Experiment erwachsene Menschen ausgesetzt, ohne zu sagen, was man will. Ja? Also der sitzt da und du machst so. Was soll ich denn jetzt nachmachen oder was? Die haben das einfach nicht gemacht. Die haben gesagt, also Menschen können überhaupt nicht imitieren. Oder auch so, nicht? Also der schraubt meine Schraube auf, ja? Und der macht so, bohrt dabei in der Nase. Und wenn ich das nachmache, dann bohre ich da nicht in der Nase, dann mache ich nur die Schraube. Also das sagt sie, du nicht exakt imitieren. Und ich meine, auf diese Weise Intelligenz nachzuweisen, ist dann komisch. Also man muss ja schon, wie du eben sagst, total sich anschauen, auf was für einer Ebene passiert das eigentlich. Was erleben diese Tiere, was verstehen die Tiere, was man eigentlich von ihnen will, all diese Aspekte spielen eine ganz wichtige Rolle. Also es ist ja ganz lustig, ich habe in meiner Dissertation ja eh so ein Beispiel gebracht, auch von so einem Rohr, das halt... Also wenn man es durchschaut, das System, ja, dann ist kausal eindeutig, was man machen muss, um so eine Erdnuss rauszubringen und was man nicht machen darf. Weil es eben dazwischen ein Loch und wenn man das so dreht und stoßt, dann fällt es in irgendeinen Sack, wo man es dann nicht mehr kriegt. Man muss halt so drehen und so stoßen. Oder ja. Und das wurde halt festgestellt, irgendwelche Makaken können das nicht so gut wie Menschen. Dann haben sie denselben Test mit Menschen gemacht, ohne es ihnen vorher zu sagen, was sie tun sollen. Da sind sehr viele gescheitert. Und in meinem Buch bringe ich das Beispiel, ich war in einem Gewichtheberstudio und da habe ich so ein Experiment gemacht. Ich habe nämlich so etwas Ähnliches gelesen. Und wenn man so diese Gewichte raufhebt und dann dieses Stabel in die Stange steckt, dann kann es unter Umständen sein, dass also dieses Gerät stehen bleibt mit so einem Abstand zwischen den Gewichten. Da gibt es hier Gewichte, dann gibt es so einen Abstand wieder. Und dann habe ich von der Ferne beobachtet, was machen die Menschen, wenn sie auf das System zukommen. Ich meine, kausal ist es ganz klar, was du machst. Du hebst ein Stück ab, gibst das Ding raus, legst das ganz runter, steckst das wieder rein und kannst... Also, ja, und alle gescheitert. Selbst der Trainer dort, der geht so hin und sagt, was ist das? Und der reißt das raus und wumms, fällt das runter und es fällt in die Stange auf den Kopf. Oder so. Scheiße. Einer nach dem anderen gescheitert. Also ich meine, wenn das sozusagen ein Experiment ist, wie Intelligenz in Menschen, dann fallen sie zurück. Es ist halt schlicht so, dass man mal nachdenken muss, man versucht zuerst herum. Ne? Und dann fällt sie in diesen Sack rein und denkt sie, scheiße. Weil es ist halt mühsam, ne? Es ist ein Energieaufwand, ein System zu verstehen und so. Und deswegen scheitert man da halt einmal, wenn man nicht so weiß. Und dann probiert man halt herum und dann ist halt ein Unsinn. Ja, also man muss es genau sich anschauen, was diese Tests sagen, das stimmt. Hat man eigentlich bei dem, sind das, wo man was erinnert und dann verändert sich das? Wie hat man das rausgefunden, dass das so ist? Ich glaube, primär durch einfach öfter nachfragen und aufschreiben. Also ganz genau weiß ich es nicht, aber es war, glaube ich, so eine Komponente für mich. Wie war es denn? Eine Woche später nochmal fragen, wie war es denn? Eine Woche später nochmal fragen, wie war es denn? Und jedes Mal war es eine andere Geschichte. Aber die gleiche Person trotzdem. Genau. Und es ist zuerst gefilmt, damit man weiß, was wirklich war. Ja, und ich meine, ich kann nur sagen, bei solchen Gewaltaktivitäten, also wenn Gewalt gegen Tierschutzaktivisten und Aktivistinnen passiert, dann ist das so unfassbar, wie verschieden diese Geschichten sind. Das kannst du nicht glauben. Und es ist, man schneidet sich dabei so in eigenes Fleisch, nicht? Weil es gab einmal diesen, also es gab einige solche wirklich schlimme Gewaltfälle und du kannst dir das Ganze zerstören. Also die Verurteilung der Täter, die du selber gesehen hast, ja, kannst du zerstören, wenn du die Leute einfach fröhlich plaudern lässt. Weil die sagen so verschiedene Dinge, dass das Gericht einen guten Grund hat zu sagen, ich glaube überhaupt nichts mehr. Ne? Ja, und das ist unfassbar, wie verschieden diese Sachen sind. Unfassbar. Ja, also ich weiß nicht, beim ersten Mal, wie mir in England, da habe ich gegen so diese Fuchsjacken demonstriert, als einer herkommt, hat mir ins Gesicht geschlagen. Das war für mich also das erste Mal, dass bei so einer Aktivität jemand so eine Gewalt auftritt. Und dann habe ich also eine detaillierte Zeugenaussage gemacht und sie war so falsch, weil irgendwer hat dann nicht die Szene, aber relativ knapp danach gefilmt und das waren einfach ganz andere Leute, die ich beschrieben habe. Und ich war mir so sicher, ich war mir so verdammt sicher, dass das so war. Aber es gibt halt vieles, dass man dazu dichtet. Ja, erinnert sich dann und dann weiß man es immer genau, weil man muss ja eine Geschichte haben, die zusammenpasst und dann fängt schon die Fantasiererei an. Und man merkt das gar nicht, ab wann das ist. Ne? Das ist vielleicht auch so ein Schutzmechanismus, weil man muss sich ja auch seine Gefühle irgendwie schützen. Ne? Wenn man sich ja auch vielleicht verletzt fühlt, kann ja auch sein, dass man sich da ein bisschen so... Ja. Dass das Gehirn einen schützt, so vor der eigenen, vom eigenen Selbst, als das eigene Selbstbewusstsein auch schützt. Die Selbstwahrnehmung. Vielleicht hat man dann auch Angst, dass man sich verliert oder so, zusätzlich noch zu der Verletzung. Ja, also für mich ist die erste Interpretation, dass man halt einfach sagt, sich selbst, ich muss das ja gesehen haben, ich war dort,
Ich habe aber das jetzt gar nicht bewusst wahrgenommen, weil mich ganz was anderes beschäftigt hat. Und dann erfinde ich es dazu. Und dann ist es natürlich falsch. Und mir fällt es nicht auf. Das Bewusstsein tut so, als wäre das eine Erinnerung. Und das fällt einfach nicht so richtig auf. Ja. Aber nichtsdestotrotz habe ich das subjektive Bewusstsein und deswegen gelten diese ganzen Dinge auch, selbst wenn ich sozusagen eine falsche Wahrnehmung habe. Oder wenn meine bewusste Entscheidung ein totaler Unsinn ist, dann ist es trotzdem eine bewusste Entscheidung, nicht? Und ich habe trotzdem dieses subjektive Erleben. Also das ändert sozusagen an dem nichts. Es ist nur die Frage, gibt es eben grundsätzlich die Fähigkeit, das zu machen, oder bin ich ausschließlich Spielball der so einer Konditionierung und so eines Computerprogramms im Hirn? Und das, würde ich sagen, zeigt das eindeutig, dass das eben nicht sein kann. Vorher, im letzten Mal habe ich das physikalisch versucht zu argumentieren, mathematisch und jetzt neurobiologisch, das ist so. Ich habe noch eine Anmerkung. Ja. Ist es nicht so, dass unser System, was jetzt da bei uns halt die Menschen in der Gesellschaft so konditioniert, dass wir immer mehr zu unbewussten Wesen werden? Das heißt, wir tippen Sachen ein, wir sind uns ja gar nicht mehr gewissen Sachen noch bewusst. Telefonnummern, früher hat man das aktiv gemerkt und so. Wir werden ja zunehmend zu unbewussten Menschen konditioniert, ne? Dass man gar nicht mehr so... Ja. Wirklich alles bewusst. Also was mir ganz stark auffällt, ist, dass wir irrsinnig stark den Kontakt zur Natur verlieren und dadurch viele Dinge, die eigentlich, wofür wir eigentlich sozusagen evolutionär entwickelt sind, nicht mehr machen. Und ganz erstaunlich, was ich so erlebe, wenn man halt mit Menschen, die das überhaupt nicht gewohnt sind, in die Natur geht oder was die da sehen oder was die treibt, da denke ich mir immer, oder denke mir oft, wie fremd mir das ist. Und da habe ich so das Gefühl, ja, die menschliche Gesellschaft entwickelt sich so von der Natur weg, dass ich mir nicht sicher bin, was in 100 Jahren ist, ob noch irgendwer um einen Baum einen Hahn kräht oder was. Mir fällt wurscht, ob am Baum, Hauptsache Neonlicht. Ich bin damit so jemand in einer Zelle gesessen. Also 105 Tage ohne Baum, ohne Pflanze, ja, da geht man zugrunde und der sitzt und sagt, ich brauche das nicht. Ich bin heilfroh, endlich gescheites Licht. Was ist los mit dir, um Gottes Willen? Ja. Was ich ganz interessant finde, ich habe vor kurzem im Standard einen Artikel gelesen, wonach eine 24-jährige Frau ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und festgestellt worden ist, dass die kein Klein mehr, gar keins. Echt? Und, das hat man erst mit 24 Jahren bemerkt, das heißt, die hat dann wahrscheinlich relativ oder ganz normales Leben geführt. Also das spricht ein bisschen dagegen, dass das Gehirn wirklich so modular aufgebaut ist. Ja, es ist sicher so, dass gewisse Hirnteile andere übernehmen können, Funktionen übernehmen können. Das ist zweifellos so. Also bei Hirnschädigungen findet man das ja oft. Also wenn das Hirn so abgebildet wird, welche Teile des Körpers, wie große Hirnareale, dann merkt man, dass sich das verschieben kann, wenn gewisse Hirnteile ausfallen. Das Ausmaß hat mich erstaunt. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist ein Hochs oder was. Ne? Ja, aber die haben ja auch geschrieben in diesem Artikel, dass diese Frau später gehen hat, gelernt und so weiter. Und ja, dass das also relativ normal gedacht. Ja. Es gibt ja auch das Phänomen, dass man plötzlich auf das Unterbewusstsein zugreifen kann, meistens nach Unfällen, dieses Sabaos nennt man diese Leute, die können dann plötzlich extrem gut Klavier spielen. Oder der fliegt mit einem Helikopter über Rom, eine 10 Minuten, und kann dann ein Panoramabild, das 7 Meter ist, kann er jedes einzelne Haus, jedes Detail, jedes Fenster, jeden Glockenturm, jedes Detail genau nachempfinden. Aber sicher im realen Leben dann verschiedene andere riesige Probleme. Wahrscheinlich, ja, aber der greift sicher auf irgendwie unbewusst gesehenes. Es gibt auch so ein Hirnschädigungsphänomen, wo man sich dauernd alles merkt und einfach nichts verliert. Da merkt man auch, was das für eine Katastrophe ist im realen Leben dann. Ja. Ja, aber da fällt mir in dem Zusammenhang noch ein, ich weiß nicht, ob das häufiger wird oder ob man das nur sozusagen mehr spürt heutzutage, vielleicht auch, weil mehr Leute da sind, aber es gibt schon wahnsinnig viele Menschen, die irgendwelche Art von Hirnschäden haben, also anfangen von unserer Buttersäure-Attentäter, oder? Nein, ich meine, der Buttersäure-Attentäter, der attackiert uns da und dann gibt es eine Untersuchung, der ist vollkommen, also wenn du mit dem redest, ist er irgendwie ganz normal, nicht? Aber vollkommen schuldfrei, weil der wird eingestuft als so bescheuert, dass er halt nicht wirklich verantwortlich ist, was er tut. Na, vielleicht funktioniert seine Amygdala nicht ganz, also er ist ein paar empathielos, wenn er das macht, wenn er Ja, ich weiß nicht genau, was er hat. Oder Christomet oder so, nicht? Diese Droge, das ist ja auch so ein Ding, was da passiert mit diesem Kannibalismus. Diese Leute, die dieses Christomet nehmen,
da war in Miami so ein Fall und der hat sich dann, der erste, muss ich widersprechen, das ist widerlegt worden, dass das okay, damit in Zusammenhang steht. Okay, aber angeblich wird, in Südfrankreich war das, dass auch ein ganzes Dorf sich da gegenseitig auffressen hat unter Einfluss von Crystal Meth, von dieser Droge. Und dass da halt auch in der Armee auch damit experimentiert, mit wie weit eben die Leute zu Kampfmaschinen dann auch herangezüchtet werden können. Ne? Also, aber das ist halt dann nicht das Bewusstsein, sondern das ist halt dann von menschlicher Hand gemacht. Aber ein Eingriff. Ja, okay. Dann sehen wir uns vielleicht beim Kongress ab morgen.